Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Unepic und ich habe jetzt schon wieder keine Lust. Na gut. Nach meinem Rage Quit und das letzte Mal, der war zwar mehr aus Versehen als beabsichtigt, aber ist okay. Ist okay. Talentzurücksetzung reicht. Ich glaube, hier waren die Necronomicons. Und dann gehen wir da mal halt mal wieder hin. Wenn ich keine Lust habe. Es geht mir jetzt schon wieder so auf den Sack. So. Einmal ducken. Das kenne ich noch. Das kriege ich noch hin, gerade so. So, du willst die Amulette von mir. So. Dann kommt mal her, ihr Skelettis. So, funktioniert. Das hat schon mal geklappt. Das ist schon mal was. So, jetzt muss es nur noch auch hier klappen. So, du lässt mich schön in Ruhe hier. So, wenn das jetzt so weiterläuft, dann kann ich damit leben eigentlich. So, da kommt jetzt noch einer. Da kommt noch einer. Ah, den kriege ich mit meinen Lichtdingern kaputt. Lebensfunke. Mir wurde auch empfohlen, einfach mal die Waffe zu wechseln. Und zwar, weil Axt ziemlich arschlamm angreift. Was ich jetzt eigentlich so spontan gar nicht mal widersprechen könnte. Weil es halt echt schon arschlamm. Muss man so sagen. Aber ich weiß nicht, ob sich das so unbedingt lohnt. Ist halt die Frage, ne? Weil ich müsste halt meine Talente zurücksetzen und... Axt ist halt auch irgendwie schon cool, weil es halt gegen alle Gegner geht. Und wenn ich jetzt was anderes nehme, dann müsste ich ja wieder zwei Sachen skillen, weil ich ja einmal was brauche gegen Gegner, die sich von allem hier verletzen lassen. Leck mich doch. So, gut. Ich könnte auch einfach mal so einen Speer ausprobieren. Der scheint mir mehr als genügend Reichweite zu haben, aber ich habe fast die Befürchtung, der ist noch ein bisschen langsam. Aber wir können es ja ausprobieren. Da ist der Alarm. Aber gut, wir probieren. Wir probieren. Vielleicht wird's ja was. Ich glaube, ich kann mit dem Ding auch mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Was ja dann eigentlich auch ziemlich cool wäre. Nur meine Skillpunkte sind dann auch voll für den Arsch. Was habe ich hier? Durchdringen der Dolch of the Doctor. Komm, nehmen wir einfach mal den Dolch. Komm, was soll's? Was soll's? Nehmen wir den Dolch. Oh yeah. Der greift auch ziemlich gefühlt ziemlich arschlahm an, glaube ich. Irgendwie greift er alles ziemlich arschlahm an. Könnte höchstens mal noch ein Schwert suchen. Habe ich noch irgendwo ein Schwert rumflacken? Dolch, 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 Dolch. Axt, Dolch. Nö. Kein Schwert. Dann gibt's halt kein Schwert. Ah, immer noch krank. Das ätzt mich an. So. Der greift auch schon ein bisschen lahm an, ne? Ach Gott, leck mich doch. Okay, also Dolch ist genauso uncool. Kriegsstreitkolben. Könnt natürlich auch einen Kriegsstreitkolben nehmen. Oh yeah, baby. Zählt das als Streitkolben bestimmt, oder? Streitkolben, jawohl, Streitkolben. So, und dann hüpfen wir. So, da geht's noch. Gut. Oh, ist das ätzend, dieser Husten. So, die sollten wir kaputt kriegen und da droppt der nächste Streitkolben. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich Streitkolben benutzen soll. Wo ist er denn, Streitkolben? 200 Schaden, nehmen wir halt mal den mit 200 Schaden. Ah, ich glaube, der haut auch ziemlich lahm. So, jetzt sind wir hier wieder. Wenn ich da keine Lust drauf habe. Jo.
Gut, das hat schon mal funktioniert hier. Nein! Oh, leck mich doch. Fängt ja schon mal wieder gut an. Die Skelette gehen mir echt so auf den Sack. So auf den Sack. Ich suche gleich nach Cheats, mir reicht's langsam. Was greift denn der Dolch überhaupt so lahm an? Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Geschwindigkeit minus 7, ist das, weil ich den nicht geskillt habe oder was? Tatsache, die Axt hat's nicht. Ach komm, dann gönne ich mir mal, glaube ich, so eine Talentzurücksetzung. Wenn ich sie wiederfinde, war die hier. Gott, das Licht ist nö, da war sie nicht. Ach komm schon. So, was wollte der nochmal haben? Blaue Essenz, rote Essenz, Arcane Essenz. Ja gut, gönnen wir uns, würde ich mal sagen. Und dann mal gucken. Dann hau ich die scheiß Axt jetzt weg. Here are your essences. Orb of Wiedergeburt. Ja gut, dann gehen wir erstmal speichern, würde ich sagen. Und gehen zu Sora. In der Bank habe ich nichts liegen, glaube ich, oder? Ein Speer. Ach komm, machen wir den jetzt weg hier. So, einmal zu Soran. Hallo, Soran. So, erstmal verkaufen. Was haben wir denn hier? Wir haben Münzen. Wir haben dann Kriegsstreitkolben. Oder sollte ich vielleicht doch auf Ding gehen? Ich weiß es nicht. Dolch. Zusätzliche Erfahrungsstufe 9. Ja, ist scheiße, jetzt habe ich meine ganzen Sachen schon wieder verkauft, ohne dass ich geguckt habe, was ich da verkaufe. Oh Gott. Ich bin so doof. So doof, so doof. Komm, ey, bring mich doch um. Komm, bring mich um. Bring die mich da unten schneller um. Das war schon wieder total der Fail-Verkauf hier, den ich hier gerade abgezogen habe. Ich behalte nämlich so einen Kriegsstreitkolben und guck mal, wie schnell der ist. Das wäre nämlich eine Idee. So, ich benutze jetzt hier einfach mal meine Kugel der Wiedergeburt. Benutzen! Zumindest denke ich so erstmal, ach, da kann ich nicht Charakter. So, gut. Wo ist mein Feuerfreund? Ja, gut. Erstmal die Konstitution hoch, die ist wichtig. So, die bleibt da. So, Streitkolben. Machen wir einfach mal Streitkolben hoch, würde ich sagen. Feuer. Heilung. Punkte zum Verteilen. Dann nehme ich noch Rüstung. Nehme ich vielleicht doch noch Schwerter dazu. Erstmal gucken, was hier so ist. Ach, jetzt ist mein ganzes Ding hier schon wieder weg. Was ist da denn los? Das sieht schon mal schneller aus als die Axt eigentlich. Sehe ich da irgendwo eine Angriffsgeschwindigkeit? Die ist minus 8, die Axt ist minus 6, ist auch minus 1, ich weiß nicht. Vielleicht noch ein Dolch dazu, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mein Inventar jetzt weg. Naja, gut. Lass mal hier wieder ausrüsten. Ich probiere es einfach mal mit dem Streitgolben, würde ich sagen. So, erstmal die Zauber hier wieder checken. Dann mache ich das mal auf 2, das auf 3, Inventar, mein Heiligenschein mache ich mal hier hin. Die Rest, ja gut, Ring der Unterwelt nehme ich noch. Warum war der nicht aktiviert? Schutz gegen Schatten. Okay. Heiligenschein, die Kochdingsbums, was brauche ich noch? Die Muschel.
Ach, das ist doch Koch. Ach, da oben. Und die Feder. So ran und die Feder. So. Dann mache ich hier mal meine Viecher hin. Gut, warum kann ich das Lichtding jetzt nicht benutzen? Charakter, mache ich mal ein Licht rein, dass ich das benutzen kann. Mache ich mal einen Frost rein, dass ich die Zauber noch benutzen kann. So, mache ich hier mal meine Heilung hin. Gut, dann sollte das ja erst einmal klappen. Dann probieren wir das doch mal so aus. Ich speichere jetzt einfach mal, dreist wie ich bin. In der Hoffnung, ich habe jetzt nichts Dummes gemacht, aber Streitkolben sieht schon geil aus. Geiler als Axt. Zumindest sollte ich mit dem Streitkolben auch wesentlich besser gegen die Skelette ankommen, als mit einem Dingsbums. Ja, sagt wem es heißt. Mit einem Schwert, genau. Schwert stand ja noch zur Auswahl. So, gehen wir hier mal wieder runter. So, wenn das jetzt nichts wird, ne, dann laufe ich echt amok. So, gut. Die kriegen wir ja so noch down. So, mal gucken. Also, die greifen schon mal gefühlt viel schneller an hier, als mit der Axt, die Streitkolben. Das ist natürlich sehr nice. Ach, komm schon. Geil, dieser Streitkolben. Geil. Warum habe ich den nicht vorher schon genutzt? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Jetzt muss es was werden. Jetzt habe ich all meine Hoffnung in den Streitkolben gesetzt. So, komm hierher. Komm hierher, Skelett. Komm zu mir. Au. Au. So wird es aber nix. Ach, komm schon. So, dann Heilskill habe ich auf 7. Das war die falsche 7. Die 7 wollte ich. So, und jetzt müsste es was werden hier, sonst eskaliere ich vollkommen. Sonst kriege ich echt einen Raster. So, dann hauen wir hier einfach mal die Zauber mal wieder raus. So, dann komm mal her hier. Klauen, Axt, Münze, 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 Münze. Münze ist immer gut. So, und jetzt will ich, dass das funktioniert hier. Warum brenne ich jetzt schon wieder? Was hat mich da schon wieder reflektiert, bitte? Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Diesmal bin ich überzeugt davon, nicht an eine Mauer gehauen zu haben. So, einmal brutzeln, zweimal brutzeln. Komm, hauen wir den noch hinterher. Und dann ist hier auch Ruhe. Im Karton. So. Ich brenne schon wieder. Auch wenn ich keinen rationalen Grund dafür entdecken konnte. Aber naja, wir haben ja genug Heilspells, von dem her kein Stress. So, einmal Feuer, zweimal Feuer. So, jetzt muss es aber was werden hier, sonst kriege ich echt noch einen Raster. So, erst nochmal hochheilen. Nein! Ach, komm schon. Aber läuft schon mal besser als vorher. Besser als mit der Axt. Jetzt habe ich hier wenigstens noch eine Chance gegen zwei Skelette. Das ist auch schon mal was. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht wieder drauf gehe. Ach, komm schon. Ja, läuft doch jetzt hier. So langsam läuft's. Darf jetzt nur nicht zu greedy werden hier schon wieder. Ja, super. Wie hier zum Beispiel. Ach du Kacke. Komm schon. Das hat mich jetzt schon fast wieder umgebracht. Ich muss erst gucken, wo der Einzelne ist, bevor ich gegen die zwei Gegner kämpfen kann. Aber immerhin kann ich wenigstens irgendwas machen, wenn ich hier im Stunlock bin. Na komm. Nein, 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 nein.
Es ist immer noch mies, aber wenigstens kann ich schon mal mehr machen als vorher. Ich glaube, ich werde diese Scheißquests niemals schaffen. Nie, 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 nie. Zwei Gegner sind echt früh. Jetzt darf ich mich ja schon wieder da durchmetzeln, ey. Ich habe langsam keine Lust mehr. Meine Tierchen bringen mir auch nichts, weil ich instant umgebrezelt werde von den Viechern. So, jetzt kommt er hier. Oder auch nicht. Oh, das wird doch jetzt schon wieder nichts, ey. Oh Mann. Komm da raus. Und dann noch ein zweites, ja. So, hier muss auch noch eins kommen. So, und das wäre erledigt. Oh Mann. Geh mir doch jetzt nicht auf den Sack. Könnt ihr mal alle drauf gehen? Och komm schon! Oh Mann, ey. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Komm, ey, freck doch jetzt einfach. Oh, ja. Guck, wieso brenne ich jetzt schon wieder? Es geht mir so auf die Eier. Oh shit. So, fick dich, fick du dich da hinten in der Ecke. Oh, wenn ich die Mission halt nicht schon mal geschafft hätte, ne? So, geht mir aus. Oh, wie hat der denn jetzt überlebt, bitte? So, verreckt bitte. Danke. Ich krieg ja auch lauter Scheißdreck, mit dem ich nicht weiß, was ich machen soll. Die ganzen Rubinen und so. Keine Ahnung, für was die gut sind. So, leck mich jetzt da hinten. Das war nur der Sicherheitsschuss. Ich geh jetzt auf Nummer sicher. Oh mein Gott. Wieso darf der eigentlich in mir spawnen? Das ist eigentlich die größte Sauerei in diesem Level hier. Dass der in mir spawnt, also quasi aufsteht. So, diesmal nicht nochmal. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst jetzt oder was? Und nochmal, weil ich ja nicht schon oft genug dahin gerannt bin, ey. Der Weg dahin kotzt mich eigentlich am meisten an. Und da hast du so ein Scheißskelett vor dir und hinter dir und dann hast du ist rum. Dann das Ganze eben nochmal, beziehungsweise ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss, weil ich erstens keinen Bock mehr habe langsam und zweitens die Folge jetzt rum ist.
Na komm, da hoch gehe ich noch. Bringt ja eh nichts. Eigentlich kann ich mir das jetzt sparen. Ja komm, bring mich halt um. Ist mir scheißegal. Ey. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich lasse mich jetzt einfach mal umbringen. Weil ich mich jetzt sowieso zurückgeportet hätte zum Speichern und die ganzen scheiß Gegner ja sowieso wieder da gewesen wären. Deswegen hätte mir jetzt einfach rein gar nichts gebracht, da jetzt meine Essenzen zu verschwenden, nur um zurückzugehen und zu speichern, dass die Gegner wieder da sind. Also wir sehen uns in der nächsten Folge von Unepic wieder. Bis dann und tschüssi.